Ja, herzlich willkommen zu Pentiment und einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Ich freue mich sehr darüber, denn möglicherweise passt kein Spiel besser auf diesen Kanal als Pentiment. Aus einem ganz einfachen Grund. Es handelt sich nämlich um ein Spiel, das die spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Handschriften, die in monastischen Kontexten entstanden sind, also in Klöstern, in den Mittelpunkt stellt und vor diesem Hintergrund eine hoffentlich spannende Geschichte erzählt aus dem Haus Obsidian. Obsidian hat Fallout gemacht, das heißt, wir haben es hier durchaus mit dem Erwachseneninhalt zu tun und mit einer Kriminal- und Rätselgeschichte. Aber schauen wir uns doch mal an, weshalb eigentlich die ganze Welt so aus dem Häuschen ist wegen dieses Spiels. Es handelt sich, wenn man so will, um eine Geschichte, die erzählt wird im frühneuzeitlichen Bayern, also Anfang des 16. Jahrhunderts, und in der der Maler Andreas offensichtlich in eine Kriminalgeschichte verwickelt wird, die er auflösen muss. Mehr weiß ich bisher noch nicht, aber der heimliche Favorit dieses Spiels oder der Höhepunkt dieses Spiels ist die Ausgestaltung der Spielwelt als mehr oder weniger illustrierte oder gemalte Handschrift, sodass zum Beispiel auch die Zeit hin und weg ist davon. Ich scroll das mal ein bisschen hoch. Nicht so sehr die tatsächlich das Spielen selbst steht hier im Vordergrund, sondern wir haben, wenn man so will, eine Visual Novel vor uns, in der es vor allen Dingen um die Geschichte des Ganzen geht. Was bedeutet aber Pentiment? Und dazu würde ich ganz gern einmal in die Wikipedia schauen, zu dem Pentimenti von Pentimento im Singular. Und da handelt es sich im Wesentlichen um Hilfskonturen und Konturlinien, die vor allen Dingen auf Gemälden zu beobachten sind, wenn Künstler mit der Umsetzung einer bestimmten Idee oder einer bestimmten Kontur nicht so zufrieden waren, wie sie übermalt worden ist und sich aber im Nachhinein noch auf den Gemälden finden lässt. Das heißt, hier wie es in der Wikipedia heißt, der Künstler ringt während der Komposition und im Schaffensprozess mit der Form und Farbe und idealen Wiedergabe seiner Idee und diese Hilfs- und Korrekturlinien Korrekturen sind als schlussendlich noch zu sehen. Wenn man also so möchte, steht Pentiment hier sinnbildlich oder sehr konkret für das Überzeichnen und Übermalen von Illustrationen und Handschriften auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich Pentimente auch sichtbar machen im Sinne eines einer dem äußeren Anschein zugrunde liegender Wahrheit. Also das heißt, es passt als Metapher sehr, sehr gut für dieses Spiel. Ich würde heute sehr gern tatsächlich mit dem Prolog beginnen und mir das ein oder andere Detail noch genauer anschauen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich würde versuchen, wieder so Stunden schreiben, zu spielen in diesem Spiel und werde mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle Erläuterungen einfügen, die sich entweder auf die dargestellte Lebenswelt beziehen oder auf das spezifische Verfertigen von Handschriften. Bevor wir anfangen und ich blende gleich in das Spiel über, muss ich gleich dazu sagen, dass wir immer wieder auch während des Spielens recherchieren werden müssen. Denn nicht alles, was in dem Spiel wahrscheinlich an Informationen steckt, kann ich tatsächlich vorher parat halten. Oder ich mache es so wie bei den anderen Let's Plays, dass ich die ganzen Informationen danach reiche. Okay, tun wir uns aber den Gefallen und schauen erstmal ins Spiel selbst. Oh, das ist schon interessant. Hier werden unterschiedliche Schriften vorgelegt, die für unterschiedliche
Typen stehen, was so ein bisschen schon mal andeutet, in welche Richtung das geht. Jürgen Spitzmüller hätte da seine wahre Freude dran. Zur Semantik und Bedeutung, kulturellen Bedeutung von Typografie. Vielleicht ganz kurz, das was wir hier sehen, sind unterschiedliche Formen, Ausformungen, spätere Ausformungen der karolingischen Minuskel. So etwas wie die klösterliche Schrift gibt es freilich nicht. Wenn, müsste man tatsächlich hier ganz unterschiedliche Formen der Ausprägung über die karolingische Minuskel reden, über die Fraktur im Druck und so weiter oder die Barstata. Aber sei es drum, das ist für uns jetzt nicht so entscheidend. So, ich würde mich mal noch klein machen. Ich hoffe, das ist die richtige Ecke, in der ich jetzt das Bild platziere von mir. Bin mir auch noch nicht so sicher. Die Anlage des Spiels dauert ganz schön lang. Aber warum auch nicht? Also ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das Spiel hat noch gar nicht angefangen. Im Principio erat verbum, et verbum erat apud deum, et deus erat verbum. Das ist der Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang oder am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Legendär. Und jetzt sehen wir vor uns hier einen Pressstein. Mit einem Pressstein kann man Handschriften austilgen. Im hohen Mittelalter werden dafür auf Pergament werden dafür scharfe Klingen benutzt, um Stellen zu tilgen und das Pergament nicht zu verletzen, was natürlich trotzdem passiert. Und offensichtlich werden wir dann aufgefordert, etwas zu tilgen. Wir sehen schon hier, ist etwas getilgt worden, das man nicht mehr lesen kann. Und es ist nicht üblich, dass man in der Bibel dass man das heilige Wort tilgt. Das geht auch so weiter. Hoc erat in principio apud deum. Das entspricht noch dem Johannesevangelium. Aber den Text danach kenne ich nicht. Et apud est Monaco ist der Mönch. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Also es ist nicht biblisch. Et opus esset fideli manaco repetiter conditio contende unam rem imbie cuius veritas sine controversis potest accessare. Also über Kontroversen wird in der Bibel und vor allen Dingen im Johannesevangelium nicht berichtet. Und es wäre für den Mönch notwendig oder relevant,
an jedem Tag demütig die unverrückbare Tatsache zu wiederholen, deren Wahrheit er ohne Auseinandersetzung oder Kontroversen behaupten kann oder möchte. Also, hier geht es im Wesentlichen um die monastische Aufträge, nämlich die unverrückbaren Wahrheiten jeden Tag zu wiederholen, die möglicherweise biblischer Natur sind. Aber wie geht es nun weiter? Didymus nunc per speculum et in enigmate prima veritatem facet face. Das ist weit entfernt von biblisch und geht in Richtung Name der Rose. Wir sehen nun im Spiegel und im Rätsel, im Geheimnis und zum ersten Mal überhaupt von Angesicht zu Angesicht, ne? Also primum veritatem facie et faciem, die Wahrheit von Angesicht zu Angesicht. Moment, jetzt möchte ich den Stein mal ein bisschen wegnehmen, was da steht. Was ist denn das? Erroribus. Erroribus. Das ist ein eingeschobener Manifestam in Erroribus Mundi. Si aliquando manifestam in Erroribus Mundi. Also vielleicht so etwas wie wenn es jemals in den Irrtümern oder Fehlern dieser Welt so klar ist oder sich manifestiert. Welches Wort ist da getilgt? Welches Wort ist da getilgt? Das kann ich jetzt nicht lösen. Dann geht's weiter mit Itaque. Und deshalb müssen wir Fides, die Treue. Deshalb müssen wir Zeichen, Treue, also wahrheitsgemäße Zeichen schreiben. Etiam sie auch, wenn sie dunkel erscheinen. Und eng verbunden sind mit dem Wille und der Absicht zum Bösen. Und das geht ja gut los. Also, das Johannesevangelium wird hier genutzt, um einen monastischen Auftrag zu wiederholen, nämlich immer die Wahrheit zu sprechen, also die göttliche Wahrheit, und die zu wiederholen. Und zum anderen, dass wir jetzt zum ersten Mal im Spiegel, im Rätsel und zum ersten Mal von Angesicht die Wahrheit sehen. Na gut. Was ein Einstieg. Jetzt muss ich, offensichtlich bin ich aufgefordert, mit diesem Pressstein genau das zu tun, nämlich die Wahrheit auszulöschen. Aber was ein bisschen
auffällig ist, ist, dass natürlich die Hilfslinien, die man hier sieht, in dieser Pergamenthandschrift, die es offensichtlich sein soll, sind normalerweise mit dem Messer geritzt. Das heißt, die könnte man eigentlich mit dem Pressstein überhaupt nicht tilgen. Ah, das ist eine Schande. Oh. Aber man tilgt sie trotzdem. Und man sieht die Schrift noch durch. Ah, das Spiel ist was für Philologen. Und Philologin. So. Ich versuche mal, das biblische Wort nicht wegzumachen. Jetzt kommt schon. Jetzt muss ich jetzt... Lass mich jetzt nicht Johannes hier austilgen, oder? Das Intro lasse ich jetzt mal laufen. Neumann-Handschriften sind das. Sind uns vor allen Dingen für das deutschsprachige Mittelalter von Neidhardt überliefert. Das geht jetzt für die Übersetzung zu schnell. Ah, das sieht man schön. Die Via Regia und die Via Imperii, die sich in Leipzig kreuzen. Und da sind wir in Tassing, Bayern, im April 1518. Für diejenigen, die sich mit Geschichte ein wenig auskennen, bei denen klingelt es möglicherweise bei 1518 sofort. Das ist das Jahr der Reformation. So, da scheinen wir schon im Spiel zu sein. Das heißt, ich mache mich jetzt, schalte mich mal wieder auf. Hoffentlich ist es die richtige Ecke, aber wir werden es ja sehen. Andreas, das ist der Hauptcharakter. Andreas ist ein Maler, ein Illustrator. Und der Abt sagte mir, Andreas, ich möchte nicht, dass du die Schwestern in der Bibliothek ablenkst. Du musst diesen Auftrag bis zum Ende des Abends fertigstellen. Schränke deine Anreden und produziere auf ein geringes Maß ein. Ist es nicht viel früher, als du erwartet hast? Fragt Beatrice. Ja, er hat gesagt, ich hätte noch bis zu den Iden des Main. Heiliger Korbian, Arschloch. Und wer wird, und mehr würde er dir nicht zahlen, wie? Er weiß deine Mühe nicht zu schätzen. Sokrates? Ah, das ist eine. Das ist ja interessant. Ah, das spielt sich großartig aus. Der Wert einer Arbeit sollte nicht an dem Geld bemessen werden, sondern an der persönlichen Freude und der Verbesserung des eigenen Selbst. Schön. Persönliche Freude sorgt aber nicht für Essen auf dem Tisch, oder? Aha. Priester König Johannes. Was habt ihr dem Abt geantwortet, Andreas? Er heißt nicht umsonst Johannes. Andreas, ich habe gesagt, dass ich mein Bestes geben werde, um bis Ende des April fertig zu sein. Ich habe ihm gesagt, dass es fertig ist, ne? Heiliger Korbian, genau das möchte ich hören. Was will er tun? Jemanden anderen finden, der die Arbeit vor Mai fertigstellt? Beatrice, das ist wahr. Es wäre nicht klug, den Abt zu eurem Feind zu machen, aber er ist auf eure Arbeit angewiesen. Und im Verrichten der Arbeit liegt ein ganz eigener Wert, ganz gleich, was der Abt denkt.
Ihr müsst aushalten, trotz des Zorns des Abtes. Bald werdet ihr wohl sowohl die Arbeit für die Abtei als auch euer Meisterstück vollendet haben. Und dann werdet ihr nach Nürnberg zurückkehren, wo eine Vermählung und euer neues Leben als Meister euch erwarten. Ja, eine Vermählung mit einer Ehefrau, die ihr nie zuvor getroffen habt, eine schlechte Voraussetzung. Nun, die Alternative wäre, Philosoph zu werden. Oh Gott, im Himmel, dann solltet ihr wirklich heiraten. Ist sie wenigstens hübsch? Warum ist es hier hervorgehoben? Ist das ein Fluch? Was ist denn? Das kleine Bild ist das geschickt, das ist ganz hübsch. Höchster König Johannes, es wird spät. Das Rad der Zeit hält für niemanden still, Andreas. Ich fürchte, ihr müsst uns verlassen. Ah, ihr habt recht, Eure Majestät. Werdet ihr uns bald einmal wieder besuchen? Das hoffe ich, aber das liegt nicht in meiner Hand, Eure Majestät. Wie viele Dinge, vertraut auf die Frohseher. Grubian, bitte begleite Andreas sicher nach Hause. Natürlich, Majestät. Bis zum nächsten Mal, Andreas. Bis zum nächsten Mal, Eure Majestät. Mit Frauen. Kümmere dich gar nicht um die anderen Narren, Andreas. Das mache ich nie. Aua. Das würde ich, wenn sie dazu brächte, mir nicht auf die Füße zu treten. Vorsicht! Aha, also Narren, Andreas, es hat keinen Zweck, ihnen etwas beizubringen. Ich weiß, dass der alte Johannes möchte, dass du die Scheiße des Abtes erduldest, aber da ich dich heimbringe, habe ich das letzte Wort. Lass dich von ihm nicht fertig machen. Er versucht nur Ordnung in der Abtei zu halten. Ich bin ein Außenseiter. Genau, ein Außenseiter, den er eingeladen hat. Wenn er will, dass alles läuft, muss er mit dir klarkommen, wie du bist. Das im Übrigen trifft, gilt für die Künstler wie für die Narren gleichermaßen. Die Narren sind die, die aus der Ordnung fallen und deswegen machen können, was sie wollen. Ah, schon wieder betreten. Würdest du bitte aufhören? Offensichtlich nicht. Gerade nicht. Ich gebe auf. Bring mich nach Hause, Grubian. Haha, wie du willst, Andreas. Das Narrenschiff. Im Übrigen großartig umgesetzt von Sebastian Brandt. Guten Morgen, Ursula. Momo, Andresa. Okay, das ist also Ursula. Zeit aufzustehen. Erstens, der Baron, April 1518. Noch ein paar Seiten, zurück zur Abtei. Bremen, Stunde 6, also morgen Anfang. Noch ein Tag, noch ein paar Seiten für den Abt und hoffentlich ein paar für mich. Ich muss durch die Stadt und hinauf zur Abtei gehen, damit ich im Skriptorium mit der Arbeit beginnen kann. Sehen wir noch. Andreas Mahler, 1518, Nürnberger. Also wir sind wirklich in Tagebuch. Das haben wir schon gelesen. Ah, das wurde alles markiert, ne? Also das ist neu, ist mit so einem roten Stern markiert. Okay, das sind Karten. Das ist die Abtei, das ist der Ort Gärtnerhof. Da leben wir also. Tassing, das ist der Ort. Das ist ganz schön weitläufig. Zur Wiese. Das ist das Stadtzentrum, wie es scheint. Und das ist die Abtei. Und da ist das Skriptorium. Also das ist eine ganz typische Klosteranlage. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass das Skriptorium separiert ist. So weit vom Kreuzgang, also vom Innern, dass man faktisch über den
Hilflos. Und es ist ein sehr großes Areal. Da bin ich mal gespannt. So, Menschen. Johann, Bruder von Franz Bauer. Ehemann von Hedi, Vater von Veronika und Hans. Johann ist mit den meisten Familien in der Stadt befreundet, will aber unbedingt seinen Hof vergrößern. Bruder Piero aus Verona. Das war der, der angesprochen war jetzt im Prolog. Künstler der Abtei Chiesau. Bruder Piero ist bekannt für seine freundlichen hilfsbereite Art und wird auch als meisterhafter Maler geschätzt, der sich auf eine außergewöhnliche Farbgestaltung spezialisiert hat. Und dann haben wir noch ein Klosar. Nürnberg, Freireichstadt. Ja. Ist tatsächlich ein wichtiges Handelszentrum und steht in direkter Konkurrenz zum Beispiel mit Leipzig. Ist natürlich auch eine Stadt, die Künstler, Drucker und so weiter anzieht. Und insofern kann sich Andreas als Figur glücklich schätzen, dass er nach Nürnberg heiratet und vermutlich auch, wenn er Meister wird, bereits einer Gilde angehört. Damit ist eigentlich sichergestellt, dass er gut. Leben wird können. Okay, das ist die Vorgeschichte auf Latein. Ah, das ist ja super gemacht. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Ich weiß jetzt auch nicht, was es mit diesem Buch auf sich hat. Das sind die Karten, das ist das Tagebuch. Das sind die Optionen. Die brauchen wir nicht. Das war das, was wir gerade aufgeschlagen hatten. Genau, das ist das Buch. Die Karten kann man vermutlich direkt aufrufen. Okay, das sind Shortcuts. Gut, dann schauen wir uns erstmal um. Ich sollte wirklich aufräumen. Das Pikatrix, der Schlüssel Salomos, September. Okay. Der Prior gibt Bücher zum Lesen. Ne, ins Bett gehen möchte ich nicht. Im Gärtnerhaus. Jetzt bin ich unten. Ach, bei Ursula. Ich bin hier zu Gast bei den Gärtners. Das ist Ursula. Andreas. So, das Gästezimmer sieht aber im Gegensatz zu der Stube hier sehr einladend aus. Und viel zu essen gibt es nicht, so wie es aussieht. Klar. Guten Morgen, Andreas. Habt ihr gut geschlafen? Recht gut sogar, danke. Ah, das freut mich zu hören. Ihr wolltet euch doch auf den Weg zur Abtei machen. Ich habe euch etwas Proviant zurechtgelegt. Mandeln, Käse und etwas Roggenbrot von den Albans, welches ihr so mögt. Übrigens typisch für diese Region und auch für das Bayerische zu dieser Zeit ist die Endsilben Abschwächung und Tilgung. Ja, und die ist typisch für das Oberdeutsche. Der Autor hat mich gefragt, ob ihr nicht mit ihm in der Abtei zu Abend speisen mögt. Das war falsch. Super, die Korrektur. Der Otto. Wer ist der Otto? Der Otto war da. Das ist Eva. Ja, in der Früh. Das sieht man jetzt wieder. Also es fällt unter die Nebensilbenabschwächung, die entweder synkopiert oder abkopiert werden. Und das wird man jetzt im Spiel noch sehr viel häufiger sehen, da wir in der entsprechenden Region sind. Bitte sehr, Andreas. Das ist sehr gütig von dir, Clara. Vielen Dank. Meister Andreas, wenn es keine Umstände macht, könnte könnten wir, würde es euch arge Umstände bereiten, die nächsten Monate mit dir schon heute zu zahlen. Und wenn wir um 2 Groschen erhöhen, verzeiht, dass ich darum bitte, doch wir sind der Abtei die Steuern schuldig. Schon 2 Monate. Dem Peter geht vor Sorge schon das Haar aus, mehr als sonst sogar.
Ich kann nichts versprechen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Natürlich. Ich verstehe. Ich habe es auch nur ungern gefragt. Wir haben jedes Jahr größere Probleme, unsere Steuern zu bezahlen. Jeder arbeitet hart, aber es ist nie genug. Was soll ich jetzt damit anstellen? Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Okay. Der heilige Lukas segne euch für eure Hilfe. Der heilige Lukas. Ach, das. Ah, da hat er mir das Bild gezeigt. Christlicher Evangelist und Schutzheiliger der Künstler und Ärzte, oft dargestellt durch einen geflügelten Stier. Okay, dann haben wir Johannes und Lukas. Segne euch für eure Hilfe. Weil wir es gerade vom heiligen Lukas haben, wie geht es mit eurem Meisterstück voran? Es sind nun schon 2 Monate, nicht wahr? Es geht leider nur langsam voran. Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Arbeit für die Abtei. Prior Ferring erlaubt mir nur während des Stundengebets an meinem Meisterstück zu arbeiten. Das ist der Prior. Das ist super mit dem Klosar. Also das Stundengebet sind tatsächlich die Gebete nach der Benediktregel. Benedikt von Nursia. Eine vernünftige Einschränkung, aber es geht nur langsam voran. Wenn es nach dem Stadtrat geht, kann ich auch ohne dieses Stück Meister werden. Ich fertige es als Vorzeigestück für Käufer an und zu meiner Freude. War wieder. Aber ja, sobald ich fertig bin, gehe ich nach Nürnberg zurück und vermähle mich und mache eine eigene Werkstatt auf. Von Nürnberg aus an eine Universität und jetzt als Künstler um die Welt reisen. Was für ein Leben vor euch liegt, Meister Andreas. Ja, es fühlt sich wohl an, als würde ich ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen. Nach einigen Wanderungen. Es muss ziemlich beängstigend sein, von vorne anzufangen. Ja, aber ich weiß jetzt, dass ich das genau tun möchte. Gut, das wird in Erinnerung bleiben. Auch nicht reichen wir nicht zu viele falsche Entscheidungen. Nicht viele Menschen können darüber entscheiden. Sicher, niemand in Tassing. Wie auch immer, ich verstehe nichts von Kunst, aber ich habe gesehen, wie ihr wunderbare Zeichnungen in euer Büchlein gemacht habt. Euer Meisterstück ist gewiss prächtig. Na, das wird sich zeigen. Zweifelt nur nicht. Das Meisterstück wird sicherlich viel wert sein, wenn es fertig ist. Jetzt muss ich meine eigene Arbeit fortsetzen. Frohes Schaffen in der Abtei, Andreas. Wir sehen euch nach der Vesper zum Abendbrot. Nicht heute, aber danke. Klaus Drucker hat mich schon zum Abendessen eingeladen. Das ist Klaus Drucker. Das müssen wir ein bisschen merken. Natürlich, bitte grüßt die Druckers von uns. Natürlich, bis später, Clara. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in das Buch, damit wir hören, das sind sehr viele Personen. Menschen. So, da war das schon. Eva. Johann. Warum sind die blau markiert und die rot? Eva. Tochter von Peter Gärtner und seiner verstorbenen Frau Christine. Klaus Drucker, zu dem gehen wir zum Abendessen. Das ist der Prior. Johannes Johanna Bauer. Johann, Klaus. Clara, zweite Ehefrau von Peter. Mutter von Ursula. Ja, das wird ganz ordentlich. Wir sind hier gerade. Sind hier gerade mal gestartet. 5 Minuten im Spiel. Das scheint Peter zu sein.
scheint Peter zu sein. Und genau, der arbeitet schon. Andreas. Andreas. Ja, was soll ich? Was soll ich denn jetzt? Kann ich jetzt nichts machen? Da ruft noch. Das ist gut, dass er meinen Namen weiß. Dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Und schauen wir weiter. Jörg. Guten Morgen, Andreas. Morgen, Jörg. Wie geht es? Arbeitet ihr heute? Ruhe mich nur ein wenig aus. Vater ist noch auf dem Feld. Ah. Das ist also der Bruder von Eva. Hat den großen Stein mit dem Flug gerammt und Herrgott, als es in Flüche weiß, wie lange es gedauert hat, den rauszuziehen. Auf dem Weg zur Abtei. Jeden Tag außer Sonntag. Stimmt. Gott sei der Sonntag gedankt. Riecht, als käme da ein Sturm, nicht wahr? Für mich riecht's nur nach frischer Alpenluft. Ihr seid zu viel gereist. Wo habt ihr euer Wanderjahr verbracht, wo ihr nach Tassin kamt? Das ist üblich, die Wanderjahre? Okay, wähle eine Herkunft. Andreas spricht ein wenig dänisch Basel. Kulturin von Basel im nahegelegenen Bernschön, Freiburg, Niederlande. Antwerpen, Brücke und Wind. Andreas spricht Italienisch sowie ein wenig in der wichtigsten Kunstzentren der Region Florenz, Venedig, Mailand. Das passt zu Nürnberg ein bisschen besser, also der direkte Bezug zu Italien. Das nehmen wir. Italien, eine Weile Florenz, aber auch Venedig und Mailand, also Milano. Schauen, was hier im Künstlerische Schirmherrschaft für Künstler und Denker, genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Und deswegen ist das, glaube ich, in Bezug auf den Maler Andreas gar nicht so schlecht. Italien, kein Wunder, dass eure Sinne so stumpf sind. Da wart ihr zu lang unten. Genug Zeit in diesen Bergen und man riecht Stürme. In diesen Bergen und man riecht Stürme kommen. Wie lange wird das dauern? 10, 15 Jahre? Ich fürchte, so lange habe ich nicht, Jörg. Was habt ihr überhaupt die ganze Zeit in Italien angestellt? Außer Kunst, meine ich. Ist ein bisschen Handwerker. Ach ja, komm. Italienische Frauen sind hübsch und der Wein ist ausgezeichnet. Was vermutest du, was ich getrieben habe? Klingt spaßig, aber lass das besser nicht Vater Thomas wissen. Warum nicht? Die Priester sagen uns, den Heiligen nachzueifern. Ich ehre St. Augustinus, der sagte, Herr, mach mich keusch, nur noch nicht jetzt. Ach, das ist super. Augustinus ist einer der Kirchenväter der Zentralen, also wie es hier steht, frühchristlicher Philosoph, Theologe und Bischof von Hippo. Ja, ist einer der tragenden Säulen der mittelalterlichen und frühzeitlichen Theologie. Wenn ihr das meint, Andreas, ich glaube trotzdem, dass ihr noch in Schwierigkeiten mit Vater Thomas geratet. Peter ruft Jörg. Nun, jetzt muss ich aber los. Vater
tut schon so, als würde ich zu lange brauchen, obwohl ich die ganze Arbeit mit diesem Felsen gemacht habe. Bis später, Andreas. Bis später. So. Also es ist der Bruder von Eva. Und dann schauen wir mal nach den Personen, wie sich das jetzt einfach. Neolibris, was ist das? Ah, okay. Das sind dann die Entscheidungen, die ich treffe. Und Menschen, haben wir jetzt den Thomas drin? Den Jörg, Clara, kranker Peter, was ist Peter krank? Also es gibt den Peter und den kranken Peter, okay. Kranke Peter ist der alte Peter. Interessant, interessant. Klosser, was ist da? Vesper, Wanderjahre. Florenz, Groschen. Ah, es ist schön, es ist alles erklärt. Okay. Dann gehen wir doch mal auf die Stadtallmende und werfen mal einen Blick auf die Karte. Ah, okay. Wir kommen also vom äußeren Pasing, sind jetzt hier in der Stadtmitte und haben hier Franz Bauer, Johann Bauershof. Okay, das sind die Höfe, die Gehöfte. Und hier in der Mitte selbst sind die Gewerke angesiedelt. Das ist also eine ganz typische Stadtanlage. Interessant ist, dass Tassing nicht geschützt ist, also dass es keine Fortifikation gibt, also es ist eine sehr kleine Stadt. Ach, das ist ja wunderschön gemacht. Müssen wir jetzt mit dem Schmied reden. Endres heißt er. Gehen erstmal weiter. Das ist vielleicht nicht so relevant. Schafe. Auf der Stadtallmende, also der gemeinsamen Weide für die Stadtbevölkerung. Ja, also hier, das heißt, das ist das gemeine Land, das die ganze Stadtbevölkerung nutzen darf und eben auch zum Beispiel dort Vieh und kleine Schafe dort weiden lässt. Interessanterweise wird das nicht erklärt, oder? Haben wir das als Allmende? Aber vielleicht kommt das noch. Okay, wir gucken erstmal weiter. Also hier sind Schafe. Da kommt die nächste Szene. Veronika, Martin, bitte, könntest du hier mal mit anfassen? Die Korrekturen sind toll. Was wollt ihr? Ich behalte sie im Auge. Also die Schafe. Veronika, das sieht sehr nah rumstehen und nicht so nah aus. Martin, Herrgott nochmal, hilf deiner Base. Guten Morgen, Andreas, entschuldigt uns. Der Zaun ist kaputt, unsere Schafe entwischen. Eieiei. Das sollte besser nicht passieren. Kann ich irgendwie. Oh, Entschuldigung, ich werde versuchen, euch nicht. Oh, Entschuldigung. Danke, es wird sicher ein paar Stunden dauern, sie alle wieder einzufangen. Zerfix nochmal. Wird man heute noch in Oberdeutschland zerfix? Zerfix nochmal. Zerfix, ja. Verflucht Veronika, was habe ich dir übers Fluchen gesagt? Mir leid, Mutter. Sieht nur, da oben bei den Steinhaus ist etwas im Gange. Ich habe es noch nicht verstanden, von wem Veronika die Basis, also die Cousine. Okay, die streiten darum mit jemandem zu Pferd. Pferd heißt Adel. Wer ist der Kerl auf dem Pferd? Sieht ziemlich reich aus, sagt Martin. Ich weiß es nicht, Martin, aber er kriegt von Linkhart ordentlich was zu hören. Im Himmel, Gott im Himmel wird sich fluchen. Ich habe Linhart, nicht Linkhart, Linhart, nicht so aufgewühlt gesehen, seit Johann auf Peter und Claras Hochzeit die Hosen runtergelassen hat. Clara? Genau, das ist die neue Ehe. Johann ist der Bauer, Peter ist der Vater von Eva und der Mann von Clara, also der zweiten Frau. Und der Vater von
von Jörg. Und Johann ist der auf dem Nachbarbauernhof. Güte, ist das kompliziert. Hat mein Mann zwei Zähne ausgeschlagen. Einem wütenden Steinmetz sollte man lieber ausweichen. Ob er ein Adliger ist? Ja, er sieht sehr reich aus. Gott verflucht, Martin, kannst du uns den Ärger einmal ersparen? Wie bitte, Tante Hedi? Okay. Also Hedi ist die Mutter von Victoria, war das? Und er ist ihr Neffe. Benimm dich, haben wir nicht schon genug Scherereien. Andreas, wenn es so freundlich wärt, eure magere Gestalt die Straße hoch zu bewegen, wir müssen die Schafe einfangen. Natürlich, auf bald. Nun helft eurer Tante und was doch. Ihr könnt mich mal, Andreas. Okay, wo dann wir noch bleiben? Meine Güte, das ist komplex. Ich guck mal lieber nach den Menschen. Ich kann mir das sonst nicht merken. Also, wir haben Veronika. Tochter von Johann und Hedi Bauer. Schwester von Hans. Eng befreundet mit Brigitte. Ach. Die sind faktisch von hier unten, von diesem Hof hier hochgerannt, die Schafe. Okay. Oder? Moment. Halt. Da haben wir Hedi. Wie wird denn das hier sortiert? Alphabetisch oder was? Das ist ja Quatsch. Also Hedi. Ehefrau von Johannes Bauer. Ist die Bauerin. Ja? Also ihr, die Frau von Bauer. Also das ist die weibliche, die weibliche Endung für die. Für den Namen. Das ist sehr schön umgesetzt. Auch Clara Gärtnerin. Die verheiratet ist mit Peter Gärtner. Hedwig Hedi Bauerin. Ehefrau von Johann Bauer. Mutter von Veronika und Hans. Warum ist denn das jetzt so geklammert hier? Das macht keinen Sinn. Clara. Johann Jörg. Das verstehe ich nicht. Ach, das sind ja immer die, die auf einer Seite stehen. Ach, das ist ja ein Quatsch. Okay, also den Empress haben wir jetzt getroffen. Klaus Drucker. Eva Gärtnerin. Das ist die Tochter. Dann haben wir Hedi. Die sind verheiratet, genau. Bruder von Franz Bauer. Ehemann von Hedi, Vater von Veronika Johann, ist mit den meisten Familien der Stadt befreundet. Seinen Hof vergrößern. Der Bruder von Franz Bauer. Nee, dann ist es aber nicht sein Hof. Doch. Das ist Johann Bauers Hof, das ist Franz Bauers Hof. Ich würde sagen, da gehen wir mal noch vorbei. Da gehen wir mal noch vorbei. Mit denen hier oben kann ich nicht interagieren. Auf Pferden reisen Adlige. Pferde sind zu teuer, um etwas anderes damit zu tun. Zumindest in den Kontexten. So, ich kann aber nicht zu den Höfen runtergehen. Das probieren wir trotzdem mal noch. Ich schau mal noch schnell in die. Wenn sie schon die ganze Zeit die. Tageszeiten zu betonen. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Ich versuche jetzt mal. Ich kann hier nicht nach unten gehen. Okay, das ist also faktisch nicht vorgesehen, dass ich hier zu Johanns Hof gehe gerade. Schau mal. Das ist der kranke Peter. Das ist der. Ach, das ist der Vater von. Gott segne euch, Andreas. Namen schon vergessen. Oh, die Schweine. Oh, genau, Andreas. Das Wetter war. Gott erbärmlich. Diese Stadt ist seit meiner Zeit tief gesunken.
Ich glaube nicht, dass die Stadtbewohner beim Wetter sehr viel tun können. Tja, natürlich haben sie keine Ahnung mehr, wie etwas gemacht wird. Niemand folgt mehr den Traditionen. Der alte Abt stört uns kaum bei unseren Traditionen. Es macht ihm nichts aus, wenn wir Perchta ein kleines Opfer brachten, damit der Himmel klar und das Wetter schön blieb. Nee. Das kenne ich nicht. Interessant. Matthias wusste, dass Christus in unserem Herzen war. Auch wenn der Name der weißen Dame auf unseren Lippen lag. Ich dachte, der heilige Moritz unterstützt Hasse. Ja, und die heilige Satya auch. Aber wer... hat es eurer Meinung nach beschützt, wo sie auftauchten? Die Heiligen waren nicht die Ersten, die über Tassing wachten. Mein Vater wusste das. Der alte Running Camper wusste das. Diesem verfluchten Abt mag es nicht gefallen, aber einige von uns hatten Heldentraditionen am Leben. Was sind das für Traditionen? Wenn er in der Nacht aufsteht, um Wasser zu lassen, geht um die rechte Seite des Hauses herum und niemals denselben Weg zurück. Auf diese Weise stehlen die Hexen nicht eure Seele. Oh, wie interessant. Hust, hust, ich sollte gehen. Okay. Schön, Gott segne euch. Okay, hier kommen wir auch nicht durch, hier stehen auch die Schafe. Gut, dann gehen wir jetzt zur Abtei. Das scheint jetzt der Weg zu sein, den wir gehen müssen. Und dann wollen wir uns da mal nicht. So, ich habe noch nicht rausbekommen, zu wem. Da kann ich überall nichts machen. Da stehen die Schafe, Fische und Drucker. So, Blick auf die Karte. So, jetzt sind wir hier. Das ist das Druckerhaus. So, Hebamme, das ist interessant. Bäckerei Alban, das hat man gesehen. Das war die Brezel hier oder Tür. Zum Wald. Und wir müssen zur Abtei. Und dann müssen wir zur Abtei müssen wir können wir auf zwei Arten gehen, Daumen und Daumen. Ich denke, wir gehen einfach geradeaus an der Dorfkirche vorbei. Aber erstmal reden wir mit Klaus Drucker. Klaus. Das ist ja toll gemacht, also dass man die Lettern sieht. Guten Tag, Andreas. Wie geht es euch? Guten Morgen, Klaus. Ein weiterer Tag in der Abtei, um einige Stunden an meinem Meisterstück zu arbeiten. Also der Buchdruck ist zu dieser Zeit ungefähr, das sind 15, 18, ja, 40 Jahre etabliert. Und wir haben tatsächlich in den oberdeutschen Städten, tatsächlich in den reichsnahen Städten, in den Reichsstädten, überall schon Druckereien und das Ganze natürlich dann in dem heutigen Norddeutschland verstreut ist. Ein bisschen sind es nicht so viele, aber ist zu der Zeit haben wir faktisch ein Nebeneinander von Handschriften, die vor allem auch monastisch gepflegt werden und den ersten Drucken. Und die Reformation gilt faktisch so als der Beschleuniger für den Erfolg des Buchdrucks. Und schlussendlich im Umkehrschluss auch für den Erfolg der Reformation. Also die Reformation ist sowohl eine theologische wie eine soziale, als auch wie eine mediale Revolution, wenn man so möchte. Und hier haben wir den Protagonisten vor Ort. Guten Morgen, Klaus, ein weiterer Tag. Genau. Das freut mich zu hören. Kommt ihr heute Abend zum Abendbrot? Es wäre Marie und Bert eine Freude, euch zu sehen. Marie ist das. Bert, ach, sehr süß. Marie und Bert. Eine Freude, euch zu sehen. Das sind seine Kinder. Ihr müsst euch die neuen Holzschnitte ansehen, die ich für eine italienische Version des Eulenspiegels habe. Das ist ja super. Genau. Ja, da sieht man auch schon den Bezug Italien. Italien-Deutschland ist ein sehr enger Kulturaustausch. Sehr schön. Mir war nicht bewusst, dass Vater Thomas euch italienisch Bücher drucken lässt. Ach, Andreas, es ist, er ist nicht so streng.
Ich weiß, dass er nur versucht, die Leute zu beschützen vor Abenteuergeschichten von Fratod und moralischem Gehalt. Die sind ihm tatsächlich gar nicht so zuwider. Nein? Solange es nicht zu fleischlich wird. Oh. Dein Abendbrot nach der Vesper. Ja, das hatten wir schon gesagt. Natürlich, danke. Großartig. Ich werde Marie und Bert wissen lassen, dass ihr kommt. Später. Bis später. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, das ganze Setting hier aufzubauen. Und was mir noch nicht so ganz gefällt, ist die Sortierung der Figuren. Jetzt haben wir hier Bert Berthold, Sohn von Klaus und Marie Drucker. Klaus Drucker? Die Frau sah aber sehr jung aus für... Eben. Obwohl Tassing ein ungewöhnlicher Ort für eine Druckerpresse ist. Also es ist zu klein, ja. Treibt erregen Handel mit Pilgern und anderen Reisenden auf der Kaiserstraße. Na gut, das kann sein. Also wenn Tassing direkt an den großen Handelsstraßen liegt, dann mag das sein. Aber tatsächlich ist der Ort für, so wie er sich jetzt darstellt, für eine Druckerpresse eigentlich zu klein. Vielleicht stecken wir da hin, warten wir es mal ab. Jedenfalls füttert er hier seine Hühner. Ah, da haben wir schon Thomas. Gott zum Gruß, Meistermaler. Ich hoffe, eure Woche verläuft nach euren Vorstellungen. Vielen Dank, Vater, aber ich komme zu spät zur Abtei. Wenn ihr für mich heute keine Zeit habt, ist euch das verziehen. Aber es bleibt die Frage, ob ihr am Sonntag Zeit für den Herrn haben werdet. Ihr versteht wohl, wie wichtig die Heilige Kommunion für eure Lösung ist, nicht wahr? Wie komme ich schnell aus dem Gespräch raus? Ich muss mich entschuldigen. Fahrt, Thomas. Ich verspreche euch, dass ich es diesen Sonntag schaffen werde. Ich erwarte von euch keine Versprechen, aber wir können nur auf Erlösung hoffen, wenn... Du liebe Güte, ein Tag, an dem wir solch hohen Besuch empfangen dürfen, muss wahrhaft gesegnet sein. Tilgung, Korrektur. Meister Maler, darf ich euch den werten Lorenz Baron von Rotvogel vorstellen. Er ist aus der Nähe von Worms zu uns gekommen. 1518 Worms. Naja, war Schauplatz vieler Reichstage. Na, dann warten wir es mal ab. Also ich weiß noch gar nichts über die Erstreckung des Spiels. Wie schön euch zu sehen, Vater Thomas. Es ist immer gut zu wissen, wenn man anderen in angenehmer Erinnerung ist. Ich wünschte, all eure Nachbarn wären so herzlich wie ihr. Nun, was führt euch diesmal in unser Städtchen? Meine Gemahlin und ich waren auf dem Rückweg von Venedig. Wir verbrachten ein paar Tage in Innsbruck, aber das erwies sich als furchtbar langweilig. Innsbruck. Okay. Also Randinformation. Innsbruck hat wie alle Städtchen in den Alpen einen gewissen Charme, aber es wimmelte überall von Adligen wegen der Einberufung des Reichstags. Da haben wir's. Ja. Also Reichstag ist die zentrale Form der Versammlung der Adligen. Vor allen Dingen der Kurfürsten und Erzbischöfe des Reichs, um miteinander zu beraten. Und in dem Fall lädt der Kaiser ein. Der Kaiser, er war dort, habt ihr ihn gesehen? Ach, nur ganz kurz, er saß gerade Modell für ein Gemälde, recht ansehnlich, aber ich wollte ihn und den Künstler nicht stören. Wie hat euch Venedig gefallen? Oh, faszinierend. Die Juden der Stadt haben jetzt ihr eigenes Viertel im Norden. Die Künstler der Stadt erschaffen noch immer fabelhafte Kunstwerke. Vor allem Tizian ist ein wahrer Gott. Nicht so ungut, Vater. Natürlich.
Wie dem auch sei, meine Gemahlin wollte noch etwas in Innsbruck verweilen, da habe ich mich entschieden, vorauszureiten, um Kirsau einen kleinen Besuch abzustatten. Ich habe natürlich gehört, dass Vater Matthias kurz nach meinem letzten Besuch verstorben ist. Also das war der Prior, der Abt, der vorher die Abtei geführt hat. Ein großer Verlust für die Abtei und für uns alle. In der Tat, zum Glück stieß ich kürzlich auf ein Exemplar der Historia. Ja, das ist interessant. So, Tassi, ein Bericht über die frühe Geschichte von Tassing. Also, wenn das Ganze hier so prominent erwähnt ist. Also, es geht natürlich um Handschriften. Und die Geschichte von Tassing, die es hier offensichtlich in zwei Handschriften gibt. Der Matthias besaß ein Exemplar und der Baron hat ein weiteres gebracht, die er beim letzten Besuch gelesen hat. Vater Matthias hoffte, ein zweites Exemplar zu finden und den Inhalt des ersten zu bestätigen. Das ist zwar für Handschriften nicht so unüblich, aber möglicherweise steht was in der Geschichte drin, dass es in sich hat. Und vielleicht ist Matthias auch nicht einfach so gestorben. Wer weiß das schon. Es enthält einige faszinierende Details über die Geschichte dieses Ortes. Ich fürchte, sie könnten sogar einen kleinen Skandal verursachen. Aber jetzt muss ich los. Wir werden später noch genug Zeit haben, um über Tassings Vergangenheit zu sprechen. Ich habe über Vater Gernot, das ist wieder ein Schreibfehler, ein Manuskript aus der Abtei bestellt. Ich wollte mich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen. Gernot, was ist Gernot? Gernot ist hier. Okay. Oh, mein Herr, wenn ihr gekommen seid, um euer Manuskript zu sehen, solltet ihr mit dem jungen Meister Maler hier sprechen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Andreas ist ein wandernder Künstler aus Nürnberg. In den nächsten Monaten hilft er im Skriptorium der Abtei aus. Als Skriptorium, das ist der zentrale Schreibort in einem Kloster. Hier werden typischerweise Handschriften kopiert und vervielfältigt. Nach dem Druck, also das heißt, man hat Klaus Drucker faktisch in direkter Konkurrenz zu den Handschriften, Kopierstätten der Skriptorien. So dass sie nach dem 16. Jahrhundert aus fast allen Abteien verschwinden und durch gedruckte ersetzt werden. Also Handschriften sind wahnsinnig teuer und natürlich auch in der Reproduktion unglaublich aufwendig. Ein Künstler aus Nürnberg, der im Skriptorium einer Abtei arbeitet, im Jahr 1518. Oh, wir müssen uns unterhalten. Ich will mehr über euch erfahren. Natürlich, meine Herr, es wäre mir eine große Ehre. Wunderbar, man trifft auf dem Land so selten Leute, die etwas von Kunst verstehen. Hab Dank, dass ihr mir Meister Maler vorgestellt habt, Bruder Thomas. Kommt heute zum Nachtmahl in die Abtei. Ich lade euch an den Tisch des Abts ein. Hat der Abt mich eingeladen? Oh, keine Sorge, Vater. Kommt einfach nach der Vesper vorbei. Was soll er tun? Uns abweisen? Ausgezeichnet. Dann treffen wir uns dort. Michlaus. Ich steige jetzt ab, lauf voraus und bringe die Pferde zum Gästehaus der Abtei. Ich würde gern noch etwas mit Meister Maler sprechen. Wir treffen uns dort. Sehr wohl, mein Herr. Gut, damit ist die Szene abgeschlossen. Nun denn, ein Geselle aus Nürnberg. Was ist denn das? Das ist ein römisches Relikt. Hier sieht man auch ein Aquädukt. Und die römischen Ruinen waren ja auch angedeutet. Ein Geselle aus Nürnberg. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Geselle. Ich dachte, ich muss da zurück. Also bin ich nach den Wanderjahren als Geselle.
Vergib mir meine Offenheit, aber ihr scheint schon etwas alt, um noch kein Meister zu sein. Seid ihr unverheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich habe meine Berufung später als mein Vater meine Brüder gefunden. Ich war einige Jahre an der Universität in Erfurt. Wir sind auch die, an der Luther studiert hat im Übrigen. Zentrum für das humanistische Denken. Ja, vielleicht ganz kurz. Also, hier wird also permanent auf die Reformationslage angespielt und das Ganze angedeutet. Und Luther ist nicht nur in Erfurt gewesen, sondern den Lorenz hat gerade den Kaiser erwähnt. Das ist Maximilian der Erste um diese Zeit. Und das sind die beiden Antagonisten in der Auseinandersetzung in den ersten, in den frühen Jahren der Reformation. Also das ist schon überdeutlich als Subtext hier mitzulesen. Erfurt, wundervoll, die Universität, die auch Martin Luther besucht. Entschuldigung, da haben wir es, ja. Martin Luther besucht hat, habt ihr seine Werke gelesen, ein großer Geist. Aha. Lorenz ist ein Verehrer von Luther. Er sagt Dinge über die Kirche, die schon vor Jahren hätten gesagt hätten werden sollen. Das könnte ihn in Probleme bringen, aber er ist ein mutiger und kluger Mann. Ihr könntet ihm vielleicht begegnet sein. Seid ihr? Ihr müsst es mir sagen. Oh nein, er war einige Jahre vor mir dort. Aber seid ihr einen Sinn, den sind wirklich reizvoll. Das wird in Erinnerung bleiben. Ich stimme voll und ganz zu. Ich muss ihn einmal treffen, wenn ich die Gelegenheit habe. Ich frage mich, ob die Brüder in der Abtei schon von ihm gehört haben. Vielleicht haben sie seine 95 Thesen gegen die Kirche gelesen. Interessant. So ein Reformationsstück. Vater Matthias war einer lebhaften Diskussion nicht abgeneigt. Ich hoffe, dass Vater Garnet hier nicht enttäuscht. Aber vorerst genug von Luther. Erzählt mir von eurem Studium. Warum interessiert euch so viel meine Ausbildung? Und natürlich, das muss euch seltsam erscheinen. Ich habe nie eine Universität besucht, aber ich habe durch das Geld meiner Familie Bildung genossen. Ich liebe alles Wissen von Aristoteles und Cicero und Erasmus und alle, die zwischen ihnen kamen und jene, die dann noch kommen werden. Also klassische Philologie und Scholastik, aber eben auch eine humanistische Bildung. Ich habe den Baron falsch eingeschätzt. Er scheint ebenso gebildet zu sein, wie es Studenten an einer Universität sind. In Wahrheit habe ich einfach Freude daran, mit anderen gebildeten Männern zu sprechen. Habt ihr einen Doktor gemacht? Ich? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur einen Magister. Ich habe an meinem Doktor gearbeitet, aber ihn nicht abgeschlossen. Nun, wie schade. Was war denn euer Fachbereich? Naja, es gibt nur drei. Also man studiert üblicherweise das Trivium und das Quadrivium im Grundstudium und danach studiert man eines der drei Hauptfächer, Theologie, Recht oder Medizin. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich... Ich mach mal Medizin. Das ist Medizin. Ich habe die neuesten großen Texte aus Italien studiert. Ja, die Italiener sorgen für Neuerung. Wirklich außerordentlich. Ein spannendes Feld. Wer weiß, was wir in den kommenden Jahren, Jahrzehnten über den menschlichen Körper erfahren werden. Eine ganze Menge. Utir, ihr. Wäre ich gläubig, hätte ich gebetet, dass ihr nie wieder herkommt. Seid verflucht, Lorenz Rotvogel. Pächters Hunde sollen euch ein Stück reichen. Das wäre nur gerecht. Diese bäuerlichen Gemeinschaften sind überraschend wenig gastfreundlich, findet ihr nicht auch? Worum ging es da? Wer weiß es schon. Wenn ich das ergründet habe, ist die alte Hexe sicherlich schon tot. Und wie war eure Zeit an der Universität? Jeder Student muss das Trivium... Also muss das Trivium und Quadrium studieren, nicht wahr? Ja.
hattet ihr an einem Fach besondere Freude. Genau, jetzt sehen wir tatsächlich jetzt die einzelnen Fächer im Trivium Quadrivium. Okkultist. Sowas. Ach, das sind klassisch. Ich habe mich ganz im Lateinischen gewidmet. Das ist sehr nützlich, besonders für das Verständnis von Manuskripten. Das hat man im Übrigen auch an dem Eingang zu diesem Spiel schon gesehen. Wundervoll, eine wunderschöne Sprache, die im größten Imperium der alten Welt gesprochen wurde. Sagt mir, was ist eure liebste Sententia? Ja, Kato der Jüngere, ein standhafter Verteidiger des Römischen. Mensch, der hat wirklich viel gelesen. Auen haben ihn seine Überzeugung gebracht, durch Cäsar ermordet. Nicht ganz, er starb durch seine eigene Hand. Und als Cäsar davon erfuhr, sagte er, Kato, ich gönne dir deinen Tod nicht, denn du hast mir deine Haltung nicht gegönnt. Ein bitteres Ende, aber nicht ganz ohne Süße. Gab es noch andere Fächer, andere Bereiche, die ihr gemeistert habt? Okkultist. Mache ich das aber, wenn die hier so eine... Ja, das mache ich. Ich habe die Bibliothek der Universität genutzt, um eher besondere Texte zu lesen. Oh, inwiefern besonders? Geheimwissen, Bücher über Alchemie, das Herbeirufen von Geistern, Wahrsagen, rein akademisch, versteht sich. Natürlich. Ich habe mit Ficinus Corpus Hermeticum begonnen und das hat mein Interesse nur gesteigert. Sehr aufschlussreich, Andreas. Ich werde mir während meines Aufenthalts Zeit nehmen, um weiter mit euch darüber zu sprechen. Behandelt die Sache bitte diskret, ja. Ja, aus diesem Grund werden wir später darüber sprechen. Da ist die Abtei. Ich erinnere mich gern an diesen Ort zurück und an Vater Matthias. Es hat mich betrübt zu hören, dass er gestorben ist. Er ist doch nicht einfach so gestorben. Sehe ich das erste in die Alpen? Sieht schon sehr italienisch aus hier, ne? Woher kanntet ihr ihn? Woher kanntet ihr überhaupt Kirsau? Meine Familie fördert Kirsau seit mehreren Generationen, als ich zählen kann. Ich habe gehört, dass Kirsau vor einigen Jahren noch eine wundervolle Bibliothek und wunderbare Kunsthandwerker hatte. Ausgebildete Künstler kümmern sich heutzutage meist um die Herstellung von Manuskripten. Umso mehr überraschte es mich, dass es hier noch ein Skriptorium gibt. Tatsache. Die verbliebenen Künstler sind sehr begabt, wenn auch etwas altmodisch. Nun, Kirsau ist mehr als nur etwas altmodisch. Einige meiner Freunde halten mich für verrückt, weil ich heutzutage ein Manuskript in einer Abtei in Auftrag gegeben habe. Das bist du auch. Meine Familie ist seit Generationen Patron von Kirsau. Es scheint mir falsch, diese Zuwendungen einzustellen, wo es hier doch noch Talente gibt. Ich habe vor einem Jahr ein Manuskript bei Vater Gerne in Auftrag gegeben. Ich wollte mir ein Bild vom Fortschritt machen. Oh, seid ihr der Künstler, der daran arbeitet? Ein Gebetsbuch mit 20 Abbildungen. Ich kenne die Arbeit, aber nein. Ich kenne den Künstler gut, unser geschätzter Bruder, der alte Piero. Den hat er schon zwei, dreimal. Wie alt? Er ist noch bei klarem Verstand und tüchtig, wenn er das meint. Aber Piero hat ein unglaubliches Talent mit Farben. Dann freue ich mich darauf, es zu sehen. So, nochmal ganz kurz. Wer ist denn jetzt die Alte gewesen? Wer war die Alte? Michlaus, kümmere dich um die Pferde und das Gepäck. Ich gehe zur Abtei. Sehr wohl, mein Herr. Okay, also die Schriftart bei Lorenz hat sich geändert, als Andreas erfahren hat, dass er belesen und klug ist. Sehr wohl, mein Herr. So, jetzt kommen wir an der Abtei an. Nun gut, lassen wir den Abt nicht länger warten. Nonnen?
Nonnen. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Haus der Benediktinermönche und Nonnen beherbergt, wenn auch getrennt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wir schauen jetzt aber mal. Also, Benediktiner, einer der großen Mönchsorten, klar. Die Kirche hat die meisten vor Jahrhunderten geschlossen, eben. Aber Kirsau ist eben auch ein Ort, der auf mehr als eine Art aus der Zeit gefallen scheint. Kennt ihr Mutter Cecilia? Wir sind miteinander bekannt. Lassen wir es dabei. Okay, da kommt der Abt. Ihr müsst Vater Gernot sein. Ich bin Lorenz, Baron von... Ja, Baron von Rotvogel. Es ist... Ach, das soll die klösterliche Schrift sein. Es ist eine Freude, euch erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben uns bereits bei eurem letzten Besuch kennengelernt. Ah, wenn ihr das sagt, ich kann mich schlecht an Gesichter erinnern. Das ist nicht Gernot. Warten wir es mal ab. Bitte vergebt mir, mein Herr, ich hatte euch erst in einigen Tagen erwartet. Ja, ich bin vorausgeritten, ich konnte es nicht erwarten, das Manuskript zu sehen. Das macht doch sicher keine Umstände. Wir, ich, ja, ich meine, nein, es macht keine Umstände. Wollt ihr es jetzt sehen? Oh nein, nicht sofort, ich würde zuerst ein kleines Mahl einnehmen. Darf ich mich in eurer Küche bedienen? Ja, ja, selbstverständlich, mein Herr, ich komme dort zu Ihnen. Ich musste mal schauen, wie das in der Aufzeichnung aussieht mit den unterschiedlichen Schriftarten. Andreas, ich weiß nicht, was du mit dem Baron gemacht hast, aber du müsst jetzt sofort in das Skriptorium gehen. Es ist ein schlechter Zeitpunkt, um eine Vorauszahlung für das Stundenbuch zu erbitten. Das ist, brauchen wir für die Gärtners. Ja. Das fand er wohl nicht so gut. Ich sollte noch einmal fragen, wenn er besser gelaunt ist. Vielleicht könnte ich Bruder Mathieu davon überzeugen, mich vorab zu bezahlen. Aha. Aha. Gut. Die Steuern der Gärtners. Finde einen Weg, bezahlt zu werden. Ich gucke jetzt aber erst noch mal ganz kurz ins Klausur. Denn Trivium Quadrivium, ja, das hatte ich ganz kurz erwähnt, sind mehr oder weniger die Universitätsausbildung, die klassische Universitätsausbildung, die dem Studium des Rechts, der Theologie oder der Medizin vorgeschaltet ist. Und hier sieht man die Fächer, ja, also Grammatik, Logik, Rhetorik bilden das Trivium, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie das Quadrivium. Und das muss man sich vorstellen als ein universalistisches Grundstudium, ja, also das halt alle besucht haben und danach hat man dann Theologie, Recht oder Medizin studiert. Das ist schon ziemlich gut hier eingebunden und eingewoben und man kann sehr viel an Wissen sich aneignen, wenn man das Ganze spielt. Ich schaue nochmal ganz kurz. Das ist die Ottilia, die Witwe Kemperin, Bäuerin, Witwe von Hanning Kemper. Wer war denn Kemper? So, wie lange sind wir denn schon in der Aufnahme eigentlich? 1:20. Hui. Gut, dann lassen wir uns vielleicht, dann plättern wir vielleicht einmal hier durch über das, was wir Mathilde aus Kempten, Kellermeisterin für Nonnen. Ach, die haben wir nur gesehen, ne? Ottilia, Witwe von... Das ist eine ganze Menge Personen dazugekommen. Also Berthold, Linhard, Lorenz, Marie und Martin. Das ist die Druckerin, Klaus Drucker. Neuenburg. Schwarzer Sakristei, der Abtei Kirsau verantwortlich für die Pflege der Sakristei und der Schatzkammer der Abtei.
Unterstütze den Vater gerne beim Stundengebet. Okay, das ist die Mathilda. Michlaus hatten wir schon. Und Ottilie, Witwe Kämperin. Das ist die, die... Da. Franz Baue und die Witwe von Kemper. Okay. Das ist Veronika. Die hatten wir schon. Schwester Sterne aus Tabor. Das ist eine böhmische Nonne. Cecilia aus Augsburg. Oh, das ist auch interessant. Das ist interessant. Gut, jetzt sind wir hier in Kirsau. Und wir schauen uns zum Abschluss mal noch die Karte nochmal an. Also das heißt, wir stehen jetzt hier vor der Kirche, würde ich mal sagen. Wie sehen wir jetzt den Kircheingang und müssen ins Skriptorium. Gut, das Ganze machen wir aber nicht jetzt, sondern in einem weiteren Teil sind es sehr interessant tatsächlich gestartet das Spiel. Und hat eine Menge Anhaltspunkte. Ich bin, ich denke, dass ich die Schriftarten umstelle. Mal schauen, wie das jetzt im Stream aussah. Und gibt so ein paar Anhaltspunkte. Matthias ist vielleicht nicht, ich sag mal so, es wurde vielleicht etwas nachgeholfen bei seinem Tod. Lorenz spielt eine sehr eigenwillige Rolle mit der Beauftragung und des Manuskripts. Vielleicht hat er auch was geahnt. Vielleicht wollte Lorenz wir werden sehen. Also, das war zunächst erstmal Pentiment. Und zumindest jetzt mit diesem ersten Teil. Ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Und hoffe, dass sich hier eine sehr, sehr spannende Geschichte entwickelt. Die das Let's Play auch rechtfertigt, aber das werden wir noch sehen nach dieser Exposition, aus der wir, glaube ich, immer noch nicht raus sind. Also bis zum nächsten Mal.